Ja, ich bin's wieder. Eigentlich hatte man mich heute gebeten, jetzt in diesem Teil nur über Physik und so weiter zu quatschen, weil ich ein angehender Physikstudent bin. Aber ich lasse es doch erstmal bleiben, weil ich dann wahrscheinlich diesen ganzen Teil erstmal vorzocken würde, um hinterher danach mit den Texten vorzubereiten, mit der zu gucken, welche physikalischen Themen hinterher darin vorkommen würden. Und das irgendwie kurz vor 10 ist, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Deswegen wird das irgendwie der fünfte Teil jetzt noch ohne Physik werden und dann kommt der sechste Teil mit Physik. Ach ja, wir haben 24 Leben. Wir haben 23 Leben, schon zwei Fledermäuse auf dem Gewissen. Und wir sind in der nächsten Welt. Klingt doch schon mal super. Hey, komm her, komm her, komm her. Vor allem, wie kann die durch die Steine fliegen? Wie können diese Fledermäuse durch die Steine fliegen? Okay, jetzt fail ich, und zwar richtig. Ja, 21 Leben. Wir haben ja noch genug. Wenn ich so weiterzocke, werden diese Leben aber auch immer weniger. Ja. Und den Beschleuniger wollte ich ja eigentlich ausgeschaltet haben, weswegen ich. Hier den auf U stelle. Ja, hat alles geklappt. Ich habe es gerade auf der Taste gedrückt und er hat nicht mehr beschleunigt. Sehr schön. Ach kommt schon, Leute, ich will jetzt wieder durch. Denn so sonderlich mögen tue ich dieses Level nicht, um ehrlich zu sein. Es ist sogar ziemlich langweilig, wie ich finde. Weil es hat irgendwie gar nichts. Es hat einfach irgendwie nichts an spektakulären Parts oder irgendwie sowas. Ich meine, es ist einfach nur da. Obwohl es ja in diesem Level noch ein Bonus-Level gibt. Also quasi ein Level, was nach diesem Level kommt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hey, erst haben wir einen Flashy-Coin. Haben wir jetzt auch schon den anderen geholt? Ich glaube nicht, oder? Egal. Also ja. Man sollte auch schon mal seine Hände richtig auf die Tasten legen. Nein, das tue ich jetzt nicht. Natürlich habe ich es getan. Wäre natürlich auch völlig gegen Murphys Gesetz und so weiter. Welches ja besagt hat, dass alles, was schief geht, kann auch wirklich schief gehen wird. Ja genau, stürzt sich auf den Tod. Super. Wo soll ich jetzt hergehen? Wie kann ich jetzt gerade diesen Panzer erschießen? Da war doch gar nichts drin. Also keine Echse. Da war doch irgendwie quasi nur der Leere. Yay, toll, ich hab doch noch berührt. Cool. Ja, können wir jetzt mal hier in dieses Unterwasserlevel, welches ich. Ah, ne, das ist ja gar kein Unterwasserlevel, sondern nur so halb. Und es ist quasi so ein Level mit Wasser einfach nur. Und diese werden auch schon irgendwie auf der Landkarte als Unterwasserlevel dargestellt. Ja! Voll getroffen! Ist das ein. Ach, komm schon her. Haha! Ach, Mist! Komm schon her, du Fisch! Das ist ja irgendwie immer noch, dass man die Drehsprünge man die ganze Zeit schießt. Das bringt's voll.
muss die Feder nehmen. Okay. Jetzt, wo wir sie eh schon haben. Und zurück zur Blume. Ja, das wäre jetzt wirklich ganz, ganz knapp, dass er sich ein bisschen P-Switch gekrallt hat. Sonst hätte ich ihn umgelegt, wenn er durch diese ganzen Münzen gefallen, ohne zum Bonus-Level zu gehen. Das wäre jetzt aber auch die letzte Münze, die ich mir von diesen dreien holen konnte. Sterbt ihr Fische! Sag mal, dass er keine Kopfschmerzen kriegt, das ist unglaublich. Der ist ja irgendwie 10, 20, 30 Mal gegen diesen Scheiß Steiner geknallt. Scheiß Disco Koopa. Scheiß Disco Koopa. Also das Thema Leben hat sich wieder ausgelebt. Okay, die roten haben wir jetzt auch. Und die. Aber hier gab's denn jetzt nochmal? Jetzt gab's nur noch die. Welche gab es jetzt nochmal? Die roten haben wir, die gelben haben wir, die grünen haben wir, jetzt kommen noch die blauen. Und genau. Die kann man sich nur im Wald freischalten. Jetzt geh ich nochmal ganz zur Szene und dann beende ich auch diesen Teil. Gehe ich nochmal ganz kurz hin und dann beende ich diesen Teil. Mir, du tötest mich! Immerhin hat er mich nicht getötet. Zwei Möglichkeiten, wie ich gestorben bin. Entweder mich dieser Panzer mit voller Wucht in den Nacken geknallt oder erst uns ein oder wir sind einfach gestorben. Aber auch durch das Loch. Wenn ich echt mal frage, was müssen eigentlich in diesem Loch für Ungeheuer wohnen, dass man jetzt sofort stirbt? Ich meine, es kann eben nicht sein, dass dieses Loch da einfach unendlich tief ist. Ja, genau! Was mache ich denn jetzt? Und jetzt wird's fail, jetzt wird's lame. Ein paar Minütchen habe ich auch noch. Mit diesen scheiß 15 Minuten von YouTube. Ach, komm schon. Du musst die Feder. Nein. Rausgewunden, weil es da rausgekommen ist, oder weil es gerade nur totaler Zufall und Glück. Ich glaube zwar eher letzteres, aber okay. Was will ich jetzt mit dem zweiten Pilz? Das wird überhaupt keinen Sinn machen. Ja, und dann würde ich mal sagen, dass ich dann jetzt hier diesen fünften Teil beende. Tschüss!